Nächster Halt, Swing Street. Ich muss dich gerade überhalten. Ja. Ihr wisst ja, für Musicals und für euch, damit wir euch etwas erzählen können, ist uns kein Weg zu weit. Nein. Selbst Nürnberg nach Fürth nicht, insgesamt 10 Minuten ungefähr mit dem Auto. Ja, circa. Circa. Wir haben Swing Street im Stadttheater Fürth angeschaut und für mich, also so als Vorlage für deine Geschichtenerzählerei, die jetzt gleich so kommt. Ich fasse die Story ja immer ganz kurz zusammen, ja, ohne zu viel zu verraten, ja. Weil Michelle ist jetzt auch raus, das hat er jetzt nur noch einmal gemacht in einem Jahr. Letzte Woche, und ich meine, wann waren wir denn sonst im Musical? Ja, du warst in kleine Meerjungfrau Finish und ja, ich war... Und Jesus Christ Superstar, die Geschichte zu erzählen, ist jetzt nicht so kompliziert. Ja, gibt's ein Buch. Ich gebe dir die Vorlage, für mich war es eine Mischung aus Swing, okay, das war drin, das war jetzt einfach, weil es ist ja auch Swing Street, der Mini-Playback-Show Ghost und Zurück in die Zukunft. So, und für dich? Ja, ich greife mal ganz kurz deine ganzen Themen auf. Also Swing, natürlich, ist es ja die Swing Street. Ghost war es zumindest am Anfang, da dachte ich, ach, guck mal. Und am Ende. Zwei Verliebte in New York, ach, wie schön. So, dann kam irgendwann die Mini-Playback-Show, da kam so ein Bruch rein, da komme ich gleich nochmal dazu. Und was war es noch für... Wir sind auch so ein bisschen über Reike Amado Also, pass, also. So, professionell. Jetzt mal professionell hier. Meine Güte, wo sind wir denn? Bei der Red Curtain Show. Also, kommen wir erstmal zur Story. Es sind zwei Verliebte, die nach New York kommen und die wollen dort erfolgreich sein und ihren Traum leben und sagen, hey, sie möchte DJ werden und er will irgendwas mit Finanzen. Was hast du kapiert, was er beruflich macht? Irgendwas, was anderes. Irgendwas mit Geld. So wie bei Ghost, der eine macht auch irgendwas mit Geld. So. Und sagen wir es mal so, die ersten 40 Minuten... Ja, da musste halt geklärt werden, dass die sich zwar lieben, aber dann irgendwie eher zu sehr im Beruf drin steckt. Dafür haben sie 40 Minuten gebraucht und da wurde mir auch schon zu viel gesagt. Du musst erst eine Geschichte sagen. Genau. So nach, komplett nach 45 raus. Minuten schafft es dann die DJ irgendwann mal in so einen alten Plattenladen zu kommen, wo so ein Medium drin sitzt. Also eigentlich ist es die Besitzerin des Plattenladens. Und sie merkt, oh, der geht's gar heißt nicht gut. Heißt nicht Oda Mae Brown? Nee, das ist nicht Oda Mae Brown. Sie heißt in dem Fall heißt sie ja anders. So, und ja, Achtung, jetzt kommt der inszenatorische Kniff, unser neues Lieblingswort. Irgendwann in diesem Plattenladen geht eine versteckte Tür auf. Wie in der Mini-Playback-Show. Ja, ja, ciao, Google, und da geht sie durch und zack, schwuppsdiwupps, zurück in die Zukunft, sind wir in den 30er Jahre. So, und dann ist sie quasi, also die DJ ist dann quasi, heißt Anna, ist dann in diesen 30er Jahren und findet es total toll. Ja, ein ganz anderes New York und überall Swing und sie steppen alle und wuhuhuhu. So, sie hat allerdings den Beipackzettel nicht gelesen, das wusste im Publikum auch keiner, dass es einen Beipackzettel gibt. Denn ich irgendwann glaube auch, Mareike Amado musste bis dahin, also zu dem Zeitpunkt der Geschichte nicht, dass es den Beipackzettel gibt. Als sie die Geschichte geschrieben haben, haben sie irgendwann nach 2 Stunden lang gemerkt, wir brauchen noch so ein Cliffhanger. Kommt später dann raus, man kann nicht unendlich hin und her wechseln zwischen 30er Jahren. Aber es ist auch relativ unbestimmt, wie häufig Es wurde nicht gesagt, warum es nicht funktioniert, es ist bloß, irgendwann kommt die Regel, wenn einer in die 30er geht, muss einer zurückkommen. Oder umgekehrt. Und was passiert dann? Oder wie meine Großmutter damals sagte, wenn eins kommt, darf eins go. Also wenn einer stirbt, darf einer geboren werden. Weil die haben sie wahrscheinlich, die hat die 30er ja auch noch mitbekommen. So, jedenfalls, dann ist halt die Frage, bleibt sie bei ihrem Mann in der Jetztzeit, geht sie in die 30er Jahre, irgendwann ist er auch noch in den 30ern. Eine verzwickte Puff, und das Ende ist ganz schnell, wo du denkst, oh mein Gott, wie lösen sie das Ende? Zack, schon ist das Ende da. Ah, danke schön. So schnell geht's. Es geht 2 Stunden 10 ohne Pause übrigens, weil wegen Corona 200 Menschen sind im Publikum. Und für mich das wollte ich jetzt mal diesen Moment mit euch teilen. Man geht da in so ein richtiges Theater, weil Stadttheater Fürth, das ist jetzt nicht so eine Halle. Das ist so Theater, also wie man so eine Definition hat von... Ein süßes kleines Theater mit Stuck und Kronleuchter und so kleinen puffigen roten Sesseln und so. Also es ist so richtig Theater eben. Man kommt da rein und man riecht schon wieder diese Luft, dieses Theater. Man schaut sich um so, oh, wir sind im Theater wieder. Ja. Ganz verrückt. Bisschen wenig verkauft, wo sind wir denn bei Stage? Nein. Ja, und dann ist so der zweite Punkt, wo man dann eben den... Eigentlich verkauft ist es nicht richtig, ja, weil wegen Corona eigentlich ist es voll, aber ne. Ja, also eigentlich, also die Vorstellungen sind jetzt auch bis ausverkauft und sie haben auch schon nachgeliefert, weil sie ja... Und dann, wie immer am Anfang, wir haben das typische Großkonzern-Sandwich, erst was Gutes sagen, dann was Negatives sagen, weißt du? Ja.
Jetzt so soll man übrigens nicht machen. Hast du das schon mal gehört? Als erstes, wenn man mit so jemandem redet... Du meinst dieses Oxford-Sandwich? Das soll man nicht machen, weil dann das Gute wird dann auch negativ und das Negative nimmt... Also, das ist also nicht gut, negativ gut, soll man nicht machen? Gar nicht machen. Ah, okay. Ist es die neueste Entdeckung machen aus der Universität? Machen wir trotzdem, okay. Würde ich jetzt einmal sagen. Das Gute ist, wahnsinnig tolle Darsteller. Ja. Insbesondere Caroline Kohnert, Friedrich Rau, die können das tendenziell. Die können das wunderbar, ohne Witz. Also Hut ab vor den Darstellern, auch die im Ensemble waren. Das waren ja teilweise Neulinge aus der August Forever Ding. Kleiner Gag am Rande für die, die es verstehen. August Forever Dingeling. So, also großes Kino. Ich fand es echt toll. Vor allem, du kommst frisch aus der Akademie. Du musst im Prinzip das komplette 42nd Street Programm können. Also tanzen, Schauspielern singen, alles und steppen und dann noch. Da bin ich auch schon bei den Positiven. Also diese Steppszenen. Also wenn die jetzt nochmal nach einer Dreiviertelstunde kommt, die erste, dann kommen auch noch ein paar und die sind wirklich gut. Ja, wirklich. Also, das macht tolle Choreo. Spaß. Ja, und auch abwechslungsreich. Also oft ist ja so, Steppen ist dann nur so, da, wir tanzen in der Reihe, wie bei, es gibt ja zwei unterschiedliche Stepprichtungen. Es gibt ja die irische Variante und die amerikanische. Die irische wird auf Dauer langweilig, weil sie alle nur in einer Reihe stehen. Bei der amerikanischen... Ist das nicht Line Dance? Ja, das ist so Flatley? Michael Flatley, genau. Ja, okay. So, das kannst du nach einer Viertelstunde denkst du, ja, okay, komm. Darum geht's jetzt aber überhaupt gar nicht. Gut, ich wollte nur einen kleinen Exkurs machen, Entschuldigung. Man soll ja auch mal ein bisschen Wissen mitbekommen. So, was ich auch toll fand, hinten war die Tilo Wolf Big Band. Tilo Wolf, der auch an diesem Stück mitgearbeitet hat. Tilo Wolf, ja, hier in der Region kennt man ihn. Tolle Big Band im Hintergrund, ich glaube 11 Mann ungefähr. Also fetter Sound, fand ich echt toll. Und das Bühnenbild. Zeig doch mal Bühnenbild. Wir zeigen schon mal. Du musst es auf deine Höhe machen, sonst ist die Kamera wieder unscharf. Oh, sorry. Ja. So. Bühnenbild war auch schön gelöst. So links, rechts ein Häuserblock. Im Hintergrund die Big Band. So ein bisschen urban. Eben. Ja, und sie hatten vor allem vorne den Orchestergraben, haben sie hoch und runter gefahren, um da auch nochmal Szenerien aufzubauen. Also das Stück hatte schon einige gute Momente. Ja, also der Abend hatte einige gute Momente. Bei dem Stück muss man jetzt ganz ehrlich sagen, also zum Buch, ich habe wirklich auf die Uhr geschaut. Die erste Dreiviertelstunde dachte ich mir so, ah verdammt, es gibt keine Pause. Ja, weil wir gehen, also wenn ein Stück langweilig ist, gehen wir auch schon gerne mal in der Pause. Und es war an dem Zeitpunkt, hat es gehangen. Also noch mehr als mein Hals durchhängt aktuell wegen den guten Griechenland-Sachen, wissen Sie? Wegen All-Inclusive-Urlaub. Das war... langweilig. Ja, es war wirklich, vor allem, sie haben dann angefangen in den ersten 45 Minuten, ich habe auf die Uhr geschaut, es waren 42, aber ich runde auf 45, weil gefühlt waren es 45, da haben sie wirklich zu jedem Stichwort einen Song gemacht. Oh, wir müssen Sport machen, Kalorien verbrennen, dann kam der Kalorien-Song, dann ich liebe dich, dann kam der ich liebe dich-Song, dann der so, irgendwas ist da, dann kam der irgendwas ist da-Song, also oder verstehst du die Frauen? Verstehst du die Frauen-Song? Also da dachte ich mir wirklich so, okay, da hätten sie drei Songs. Also sagen wir es mal so, von den 45 Minuten am Anfang hätten sie locker 20 Minuten wegmachen können. Dieses ganze, ich liebe dich, aber du bist zu oft arbeiten, hätten sie ruhig mal... Weißt das du, schafft Ghost in 5 Minuten. Der schafft Ghost in 5 Minuten und mit Bravour. So, und dann, bis endlich mal die Tür aufgeht und die 30er anklopfen, da geht es dann langsam nach oben. Es passiert dann jetzt nicht mehr viel in der Story. Also klar ist die Entscheidung, bleibe ich jetzt in den 30ern, bin ich jetzt da. Es wird gesteppt, geswingt. Lässt Mareike Amado nochmal durch. Ja, dann kommt irgendwann die Regelung mit den, du darfst nicht so oft, hättest es früher gesagt, hahaha, ja gut, aber der das Buch geschrieben hat, wusste am Anfang wahrscheinlich auch nicht, wo es hingeht. Ja, das Stück hat, also ich würde sagen, also so als Tanzshow mit Swing, als Musical, ja, muss ich nicht haben. Es waren schöne Momente, schöne Bilder. Vor allem, ich konnte die Songs auch gar nicht so weit auseinander. Weißt du, ich habe gemerkt, diese Musik, wenn sie dann noch steppen dabei, da hat diese Musik auf einmal so ein bisschen Schwung gehabt. Und dann kommen so die klassischen Musical-Lieder. Und da denkst du echt so, oh, wer hat denn das gemacht? Nein, die Sache ist die, du kannst halt, dadurch, dass es fast komplett durchgesungen wird, also sind nur wenige, also am Anfang hatte ich das Gefühl, okay, die singen jetzt die ganze Zeit durch. Ja. Du konntest dann auch nicht wirklich Songs einzeln genießen, weil es direkt schon in, hallo, ich habe einen Müsli-Riegel, oh, der Müsli-Riegel-Song, also als Beispiel. So, es hat viele Sachen nicht gebraucht und was mir auch gefehlt hat, wenn ich es jetzt mal mit 42nd Street vergleiche, weil es spielt in derselben Zeit, sie steppen, es gibt Swing und so weiter. Ja, also wenn unten auf der Bühne 50 Beinpaare steppen, ne? Und oben im Licht sind einfach nur zwei Lampen an. Also das Lichtdesign ist noch sehr ausbaufähig. Also da bei 42nd Street und blinke Lampen und ist vielleicht auch eine West-End-Produktion, die du gesehen hast, mein kleines Schätzelein, ob du das... Entschuldigung, aber Lampen haben sie an der Decke gehabt, ne? Da hätten sie auch mal ab und zu mal so ein bisschen mit Stimmung arbeiten können. Das ganz am Schluss war da mal, weil es in der Disco spielt,
Ja, da haben wir mal Disco angemacht. Weißt du, das ist Knopf 5 Disco. Also, zusammenfassend sagen, Leute, die Swing-Musik lieben, nice to have. Ihr müsst halt die ersten 40 Minuten durchhalten, dann geht's endlich mal ab auf der Bühne. Ja, oder wenn ihr einfach sagen könnt, hey, wir genießen diese wahnsinnig tollen Steppnummern mit der Musik. Ja. Und das zwischendurch, oder wenn da denken wir uns eben die vor uns gegangen ist, ja, ich muss auch meine Augenpflege machen einmal. Weißt du, die eine, die links geschlafen hat, oder? Die hat so geschlafen zwischendurch, ja. Gut, vielleicht. Ja. Weiß man nicht. So. Jedenfalls, also ich habe lange Zeit geschwankt zwischen 6 und 7 von 10 Punkten. Ich gebe aber 7 Punkte und vor allem deshalb, weil es tolle Darsteller sind, weil eine tolle Liveband auf der Bühne war. Ich muss lediglich für die Geschichte muss ich ein bisschen was abziehen, fürs Lichtdesign muss ich was, also was heißt Lichtdesign? Zwei Lampen anmachen kann jeder, aber also, das stimmt nicht. Nein, es stimmt nicht, aber mein Gott, man muss es auch mal runterbrechen. Das war ein bisschen wenig. Unsere Red Curtain Show Polemik hier mal wieder. Die Red Curtain Show hat gesagt, wir haben keine Lampen. Nein, mein Gott, wir übertreiben auch manchmal. Deswegen, so sind wir halt. 7 von 10 Punkten von mir. Ja, damit sich in der Mitte, also ja, du bei 6. Ja, ich habe zwischendurch nach einer Dreiviertelstunde gedacht, okay, wenn das 4 Punkte an dem Abend wären, mega. Ja, ich war auch irgendwann bei 5 und so, oh Gott, bitte macht noch was jetzt draus. Für mich 6 von 7 Punkten, nee, das ist doch eine Spitzenbewertung, bist du auch so über mir, wenn du es zusammenrechnest. Siehst du, das ist die erste Bewertung wieder nach einem halben Jahr, das ist ja verrückt. Ja. 6 von 10 Punkten ist nicht schlecht, hat Schwächen, ja, ist... Aber ja, wenn man Swing mag. Wenn man Swing mag, geht man auf jeden Fall rein. Ja.